nehme euch heute mal mit auf einen Wald- und Wiesenspaziergang mit dem Ziel, die Blätter mit der schönsten Herbstfärbung zu finden. Für mich ist der Herbst meine absolute Lieblingsjahreszeit. Von den schönen Blättern mal abgesehen, finde ich es richtig mystisch, wenn der Nebel über dem Wald und den Feldern steht. Sich in eine Decke einzurollen und dem Regen beim Prasseln zuzuhören, ist das melodischste Einschlaflied, was die Natur mir säuseln könnte. Das Essen kann auch wieder unbeschwert etwas deftiger werden und ich kann endlich wieder Pullis tragen. Was mache ich jetzt also mit den gesammelten Schönheiten? Zuerst presse ich sie. Dazu benutze ich einen Kochtopf. Wenn sie dann trocken und glatt sind, rahme ich mir ein paar schöne Exemplare ein und aus dem Rest stanze ich mir Konfetti. Das ist nicht nur super, um die Jahreszeitgebühren zu feiern, sondern eignet sich auch als Tischdeko. Die roten Blätter zum Beispiel für Weihnachten oder ein bunter Mix für Silvester? Natürlich ist das Konfetti auch für Geburtstage klasse. Ich bewahre mir das Konfetti in Papierkartons mit kleinen Reisbeuteln auf. So hält sich das Konfetti bis zum nächsten Herbst. Und ich bin bei jeder Gelegenheit bereit, sie zu feiern. Wenn ein Spaziergang nichts für euch ist und ihr euch die Herbstfärbung lieber in den eigenen Garten holen möchtet, habe ich in der Beschreibung eine Liste von Pflanzen mit der schönsten Herbstfärbung für euch. Über ein Like und Kommentar würden wir uns sehr freuen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, empfehlen wir euch zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal!